Hallo zusammen. Manchmal denkt man, dass jeder Winkel unseres Planeten bereits erkundet worden wäre. Und dann erfährt man, dass irgendwo ein Bunker ausgegraben, eine aufgegebene Fabrik oder sogar ein Sarglager entdeckt wurde. Seid ihr bereit, uns auf unserer abenteuerlichen Reise zu all diesen Orten zu begleiten? Dann lasst uns loslegen. Dieses Kerlchen hat keine Ahnung, was für einen historischen Fund es sich als Unterkunft ausgesucht hat. Das ist das Wrack des ersten U-Boots der Royal Australian Navy, das 1914 gebaut wurde. Während des Ersten Weltkriegs war es an mehreren Expeditionen beteiligt, bis es eines Tages eine Aufklärungsfahrt durchführte und zusammen mit 35 Besatzungsmitgliedern an Bord spurlos verschwand. Und das gerade einmal 7 Monate nach der Indienstellung. Es wurde mehrmals versucht, das U-Boot wiederzufinden, doch ohne Erfolg. Einmal hat man es sogar mit einer Felsformation verwechselt. Und erst mit Hilfe moderner Technik konnte das Wrack in der Nähe von Papua-Neuguinea wiederentdeckt werden. Hoffentlich drückt der Kameramann nicht aus Versehen irgendeinen roten Knopf. Allerdings wird diese Rakete leider nie fliegen. Kaum zu glauben, dass diese 50 Meter große Energia M die kleinste der Trägerraketen der superschweren Klasse war. Sie sollte laut Planung bis zu 35 Tonnen Nutzlast in den Orbit befördern können. Doch sie wurde aus wirtschaftlichen Gründen nie in Betrieb genommen. Und mittlerweile wird ihr lebensgroßer Nachbau mit allen Komponenten auf dem Gelände des Weltraumbahnhofs Baikonur aufbewahrt. Ein toller Anblick, nicht wahr? Obwohl der Stückgutfrachter Alta seit Jahren vor sich hin rostet und inzwischen sogar in zwei gebrochen ist, kann man ihn immer noch betreten. James, extremely careful here. It's awkward as well, because it's all tainted. You see that lab is also warped. We won't be going into the other half, because that is too dangerous. Seit 2018 ist der Antrieb des Schiffes aufgrund eines technischen Defekts ausgefallen und er wurde ein paar tausend Kilometer südöstlich von Bermuda aufgegeben. Alta trieb ganze 18 Monate lang im Atlantik, bis sie als Geisterschiff an der irischen Südküste angespült wurde. Und dort wird sie wohl für immer bleiben. Die Kosten für ihren Abtransport werden nämlich auf 10 Millionen Dollar geschätzt. Beim Magnetangeln macht man mitunter viel interessantere Funde als irgendwelche vergammelten Fahrräder oder Autoteile. Diesem Mann ist ein ganz besonderer Fang geglückt. Ups, das Ding wiegt immerhin 11,5 Kilogramm. Der zweite Versuch war aber erfolgreich. Die Umrisse eines deutschen MG-42 Maschinengewehrs aus dem Zweiten Weltkrieg sind selbst unter der dicken Rostschicht zu erkennen. Was glaubt ihr, kann man es wieder einsatzfähig machen? Es ist nicht selten so, dass Urban Explorer gezielt nach wertvollen Gegenständen suchen, um sie später an irgendwelche Sammler zu verkaufen. Und manche von ihnen, zum Beispiel diese Kerle, cheaten und suchen gleich nach Geld in verlassenen Bankfilialen. Und sie werden sogar fündig. Die Kumpels haben Schließfächer aufgebrochen und in einigen davon Geldscheine, Silbertafeln sowie andere coole Dinge gefunden. What is that? What? This is silver bar. Fine silver. That's real. Dude, there's something inside that one. There's cash in there, look at that. Oh my god. Let's see how much. $100 bill. What? No way. Dude, there's two. Dude. $200, look oh at that. Oh my god, that's cash, bro. I see this. No free one, but oh, it's what? Three. Two, one, yeah. Walk in here, you know, to see what's in. See ya. In Großbritannien scheint es ganz normal zu sein, dass ein einfacher Schüler einen Fund im Sinne eines Guy Ritchie-Klassikers macht. I'm pretty sure that's a gun. Ah, here's the thing, yeah, I'm in the UK. So, intimidation. Should I touch it? Apropos Shakespeares Heimatland. Hier wurde ein Ort entdeckt, der für Liebhaber alter Maschinen und Fahrzeuge von großem Interesse sein dürfte.
Und mit alte Maschinen und Fahrzeuge meinen wir nicht nur ein paar alte Jeeps und Nissans, sondern auch etwas viel Cooleres. Seht mal. Und wer auf alte Peugeot-Modelle steht, wäre hier genau richtig. Diese verlassene Fabrik wurde zufällig von einem schwedischen YouTuber entdeckt und er war vom Sortiment angenehm überrascht. Es sind französische Autos für jeden Geschmack, von Coupés und Cabrios aus den 30ern bis zum berühmten 205 Turbo 16 aus der Mitte der 80er Jahre. Sucht euch also einfach einen raus. Jetzt bleibt es nur noch herauszufinden, wo dieser Ort liegt. Seht ihr was am Horizont? Der Macher dieser Aufnahmen hat sofort erkannt, dass es sich bei dem Boot um etwas Interessantes handeln müsste. Und er hatte recht. Wagen wir einen Blick rein? Drückt den Gefällt mir-Button, wenn ihr gerade eine Schrecksekunde hattet, weil ihr dachtet, dass es euer Zimmer ist. Die Kabine könnte zwar ein Aufräumen gebrauchen, aber insgesamt ist sie ganz gut erhalten. Es gibt sogar eine Mikrowelle und Möbel. Auch von außen sieht die Yacht ganz gut aus. Es ist also unklar, warum sie zurückgelassen wurde. Möglicherweise war sie in einen Sturm geraten und ihr Eigentümer hielt es für sinnvoller, sich eine neue zu kaufen, als für deren Freischleppen aufzukommen. Das ist wohl der lustigste Fund, den wir euch heute zeigen. Diese Wissenschaftler haben eine Forschungsexpedition zum Marianengraben unternommen. Und wisst ihr, was sie dort in einer ordentlichen Tiefe entdeckt haben, wo so gut wie keine Fische mehr anzutreffen sind? Jetzt mal raus mit der Sprache. Wer von euch hat hier einen ausgelassenen Freitagabend verbracht? Vom Pazifik begeben wir uns wieder in den Atlantik. Hier hat man etwas viel Spannenderes als eine Bierflasche gefunden. This place was left in a absolute wreck. I can hear water. I'm afraid to open doors and cabinets. Nämlich ein Schiff, mit dem man immer noch eine Weltumrundung machen könnte. Hello. It's ridiculous, Agnes. Hier sieht alles so aus, als wäre die Besatzung erst vor 5 Minuten spazieren gegangen. Doch wie ist das möglich? Das Festland ist doch mehrere hundert Kilometer entfernt. Nun, es scheint, als ob wir in Bezug auf die Yacht von vorhin richtig gelegen hatten. Laut gut informierten Usern ist der ehemalige Besitzer dieses Segelboots in einen heftigen Sturm geraten und musste es bei der Evakuierung zurücklassen. Und das Erstaunlichste ist, dass das Ganze vor über 10 Jahren passierte. Gibt es etwas Spannenderes für einen Urban Explorer, als einen verlassenen Bunker zu erkunden? Ja, einen verlassenen Bunker auszugraben, in den seit Jahrzehnten kein Mensch mehr den Fuß gesetzt hat. Die Anlage wurde in Deutschland entdeckt. Wie wäre es mit einem Rundgang? Man hat das Gefühl, eine Call of Duty-Mission zu spielen. Und das sind die Trophäen, die dort gesammelt werden konnten. Das sind Bilder für diejenigen, die schon immer davon geträumt haben, im Cockpit eines Flugzeugs zu sitzen. Das ist ein Strahltrainer vom Typ Aero L29 Delphin. Aber wie man sieht, ist er für Ausbildungszwecke nicht mehr zu gebrauchen. Auf diesem stillgelegten Flugplatz ist es übrigens längst nicht die einzige Maschine, wie auf diesen Drohnenaufnahmen zu sehen ist. Die Flugzeuge in den Hangaren sind in einem viel besseren Zustand. Laut den Uploadern des Videos haben einige davon sogar noch funktionsfähige Landeklappen. Die Installation lässt dieses Wallstück doppelt so mysteriös erscheinen, wie es ohnehin schon ist.
Der riesige Autoschrottplatz wurde durch Zufall von einem Wanderer entdeckt. Dabei gibt es hier mehrere solche Haufen. Irgendwelche Ideen, wie die ganzen Fahrzeuge an diesem Ort gelandet sind, der nur zu Fuß zu erreichen ist? Diese Bilder dürften die Liebhaber US-amerikanischer Oldtimer unter euch mit Begeisterung und gleichzeitig mit Schmerz erfüllen. Let's check it out. Der Kameramann betreibt seit Jahren Urban Exploring. Darum konnte er an dieser verlassenen Fabrik nicht einfach vorbeigehen. Doch er hat nicht damit gerechnet, knapp 30 uralte Fahrzeuge darin zu entdecken. Wie gefällt euch zum Beispiel dieses Prachtexemplar? Oldsmobile Starfire. This is kind of almost like a muscle car. Viele der Oldtimer sind ziemlich gut erhalten. Guckt mal, der Lederinnenraum sieht ganz wie neu aus. Kein Wunder, dass viele Zuschauer den Uploader des Videos empfohlen haben, sie restaurieren zu lassen. Es wäre echt toll, die Wagen auf Hochglanz poliert und fahren zu sehen. Liter V8. See, this one looks perfect inside almost. Die Macher dieses Clips lieben es, unterirdische Anlagen zu erkunden. Aber diesmal mussten sie gar nicht unter die Erde gehen. Guckt mal, hier befinden sich über 300 alte und ein Dutzend nagelneuer Panzer. Selbst ein erfahrener Ausgräber würde sich über so eine Entdeckung wie wild freuen. Da scheint jemand auf ein Geheimversteck der Rebellen gestoßen zu sein. Wie sonst lässt sich erklären, dass dieser X-Wing hier geparkt ist? Der Sternjäger schmückt ein Grundstück im US-Bundesstaat Virginia. Aber jetzt sagt bloß nicht, dass es nicht das Sonderbarste wäre, das ihr je in jemandes Hinterhof gesehen habt. Dieser Ort dürfte das Herz aller Musikfreunde und insbesondere der Liebhaber von Oldschool-Hip-Hop höher schlagen lassen. Wir sind in einer verlassenen Musikhandlung in Cleveland, wo bis heute Kassetten und Schallplatten sowohl von gescheiterten als auch von berühmt gewordenen Künstlern vor sich hin stauben. Was Hip-Hop damit zu tun hat? Ganz einfach. Der ehemalige Ladenbesitzer hat seinerzeit der Hip-Hop-Gruppe Bone Thugs and Harmony dabei geholfen, ihr erstes Studioalbum aufzunehmen. Keine Ahnung, wie es in dieser Möbelfabrik schatzmäßig aussieht, aber dass man nach einem Besuch hier keine Gefahr läuft, eine ganze Woche lang von Albträumen geplagt zu werden, steht außer Frage. Ihr müsst jetzt bestimmt an jemanden denken, dem dieser Ort gefallen würde, oder? Schwer zu sagen, was man empfindet, wenn man ein Rettungsboot am Strand entdeckt, aber es ist auf jeden Fall ein spannender und aufregender Fund. Wie das weitere Schicksal der Passagiere verlief, ist unbekannt. Aber sie hatten eindeutig Glück, dass sie an der Küste eines der schönsten Emirate, nämlich Fujairah, an Land gingen. Zu diesem Fund gibt es mehr Fragen als Antworten. Aber wenn ihr zufällig nach der passenden Location für ein Fotoshooting oder ein spektakuläres Musikvideo sucht, dann herzlich willkommen in Schweden. Wahrscheinlich würde sich jedes zweite Kind freuen, ein Portal zu Narnia hinter einem Schrank zu Hause zu entdecken.
Und das ist das, wovon viele Erwachsene träumen. Darin könnte man sich von aufdringlichen Familienmitgliedern zurückziehen, Weihnachtsgeschenke für Kinder aufbewahren oder den Hauselfen vor den neugierigen Augen der Muggel verstecken. Dieses Geheimkämmerlein eignet sich für alle möglichen Zwecke. Und wofür würdet ihr es benutzen? Das ist ein kleiner Ort in Bolivien namens Uyuni, in dem sich einer der größten Lokomotivfriedhöfe der Welt befindet. In der prallen Sonne gammeln hier über 100 Loks aus dem 19. Jahrhundert vor sich hin. Vor etwa 150 Jahren hat eine britische Bergbaufirma ein großes Eisenbahnnetz in Bolivien gebaut. Doch in den 1940er Jahren gerieten ihre Geschäfte in eine Krise und sie beschlossen, sich der Lokomotiven zu entledigen. Seitdem rosten sie im heißen Sand vor sich hin. In Mülltonnen zu wühlen ist ein fragwürdiger Zeitvertreib. Aber es gibt Leute, die tatsächlich daraus ein Hobby machen. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg, alte Souvenirs, Münzen, Fotos, Schmuck aus Edelmetallen. Das ist nur ein kleiner Teil dessen, was der Uploader dieses Clips auf der Müllkippe eines Gebrauchtwarengeschäfts in einer kleinen Stadt in den USA schon mal gefunden hat. Aber er hat sie netterweise nicht verkauft, sondern an das örtliche Geschichtsmuseum übergeben. Das ist kein gewöhnliches Ferienhaus, auch wenn es vielleicht so aussieht. Es steht seit mehreren Jahren leer. Doch obwohl es so lange unbewohnt ist, haben die Jungs eine Menge interessante Dinge da drin entdeckt. Unter anderem diesen Tresor. Es hat sicherlich viel Mühe gekostet, ihn aufzukriegen, aber der Aufwand hat sich definitiv gelohnt. Was gibt es in Thailand zu entdecken, abgesehen von den paradiesischen Stränden, exotischen Früchten und Meeresdelikatessen? Na, zum Beispiel das Wrack einer Boeing 737, das in einem Vorort von Bangkok vor sich hin rostet. Unseren nächsten Zwischenstopp machen wir an einem richtig geheimnisvollen Ort, auch wenn er auf diesen Bildern unscheinbar wirken mag. Das ist der Steinkreis von Avebury, der aus knapp 100 bis zu 50 Tonnen schweren Megalithen besteht, die zwischen dem 3. und 2. Jahrhundert vor Christus errichtet wurden. Um diese Steinblöcke rankt sich eine schaurige Legende, die besagt, dass ein unbekannter Reisender von einem davon zerquetscht wurde, als er versuchte, das neolithische Erdwerk zu zerstören. Und ob ihr es glaubt oder nicht, im Zuge der Ausgrabungen haben die Archäologen tatsächlich unter einem der Megalithen die Überreste einer Person und Friseurzubehör entdeckt, das offenbar ihm gehörte. Dieser Ort an der Küste von Alaska mag noch unheimlicher anmuten, aber dahinter steckt eine wesentlich weniger düstere Geschichte. Das ist ein Projekt einer einheimischen Künstlerin namens Sarah Davis. Sie wollte damit nicht nur auf die Probleme süchtiger, depressiver und geisteskranker Menschen aufmerksam machen, sondern auch einigen von ihnen helfen, ihr emotionales Bedürfnis durch den Austausch mit Leitgenossen zu verbessern, indem sie an der Schaffung dieser 85 Skulpturen aktiv teilnehmen ließ. Sie sollen ihren inneren Kampf sowie ihre Gedanken und Gefühle zum Ausdruck bringen. Das war's für heute, liebe Freunde. Gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat und lasst uns in den Kommentaren wissen, ob und welche außergewöhnlichen Funde ihr schon mal gemacht habt. Bis bald! Du willst einen tollen Film in wenigen Minuten anschauen, ohne zurückzuspulen? Kein Problem! Der Süßes Popcorn-Kanal hat ein mega bequemes Format, das nur auf dich wartet. Kurze Nacherzählungen von Filmen, vom Autorenfilm bis zum Hollywood-Blockbuster. Hol dir dein unbegrenztes Ticket, indem du auf Abonnieren klickst.